Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu dieser mit eingefügten Ausgabe von WWE Supercard. Leute, ich habe es in der Ausgabe von gestern bereits schon angesprochen, dass ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht abwarten kann, mein nächstes TBG-Pack auf Stufe Neon zu öffnen. Und das werden wir heute machen. Ich werde mit Absicht, Leute, weil ich mich sonst nur grundlos aufrege, nichts über den letzten Post, also diese letzte Veröffentlichung von Cat Daddy, aufregen, weil es war eine bodenlose Frechheit. Dabei möchte ich es belassen und uns Spieler so noch ein bisschen als dumm dastehen zu lassen, so ungefähr wie, ja, das mit dem Puls hat eigentlich auf gut Deutsch nie richtig funktioniert und wir haben es jetzt auf Season 5 angepasst, weil bei Season 4 hat es nicht so richtig funktioniert, da war es zu schnell. Leute, bei Season 4 war es wie bei den anderen Seasons. Also haben wir jetzt die ganzen Jahre unsere Puls zu früh gehabt. Und erst jetzt funktioniert's richtig. Leute, will ich mich nicht drüber aufregen, umso wichtiger sind die TBG-Belohnungen. Aktuell sind wir noch in der Team Road to Glory. Unser Team hat echt richtig Gas gegeben, also zumindest für das Deck, was wir haben. Wir haben es gegenwärtig, wo ich das Video aufnehme, 3:30. Und wir haben noch ein bisschen mehr wie 200 Punkte zu holen. Sollte zu schaffen sein. Von daher alles gut. Aber, Leute, wir sind, wie gesagt, wegen was ganz anderem hier. Wir wollen nämlich gucken, was wir in unserem Neon-Pack so drin haben. Haben natürlich auch die Chance, dort eine Gothic-Karte mit drin zu haben. Da, wie gesagt, letztens haben wir Pete Dunne gekriegt, den wir schon als Pro haben. Cesaro jetzt aus dem aktuellen Event. Mensch, ich kann doch hier durchblättern. Eric Young, Hansen, Bray Wyatt, Sheamus, Kevin Owens, Drew McIntyre, Woken, Matt Hardy, Bam Bam Bigelow, was ich richtig geil finden würde, Brock Lesnar, Rowan, den Gubbel die Gucker kriegt man eh nicht, Row, dann Bobby Lashley, Elias und der Undertaker. Ein paar Chancen sind da, ebenso bei den Neon-Karten. Haben wir mittlerweile ganze 8 Stück und heute kommt die 9. dazu. Wie gesagt, Razor Ramon, also dit wäre ein Ding. Dann The Rock, Bobby Fish, Ricochet, Bo Dallas, Jeff Hardy, Kyle O'Reilly, Fandango und dit war's, Leute. So, jetzt bin ich hier aber auch mal gespannt. Jetzt werden wir uns mal das Pack zu Gemüte führen. Gehen hier auf Belohnungen, auf das Pack hier. Grüße gehen raus an das Team Neon Party 1, 2, 3. Ich hoffe, ihr habt bei eurem nächsten Pack dann auch eine Neon Party. Leute, ihr wisst, wie es gemeint ist. Team Pissbacken hat sich, wie gesagt, durchgesetzt gegen die Neon Party. Und Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Leute, wir gucken. Oh, keine Gothic-Karte diesmal dabei. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber natürlich, eine Neon-Karte schlummert hier. Und Leute, wir gucken. Chad Gable. Natürlich ein Single. Und somit natürlich kein Pro. Ah, habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Aber Leute, nichtsdestotrotz, die nächste Neon-Karte ist hier am Start mit der Chance, eventuell irgendwann mal ein Pro zu sein. Richtig hässliches Bild, aber wir können es nicht ändern. Ich habe echt so viel gehofft, Mensch, vielleicht hast du heute Glück und kriegst deinen ersten Neon-Pro. Aber Leute, was nicht ist, kann ja noch werden. Eventuell wartet ja am Donnerstag schon das nächste TBG-Pack auf uns, wo wir die nächste Chance haben, uns eine Neon-Karte zu holen. Ja, Leute, das soll's gewesen sein. Wie gesagt, nur kurz dazwischen geschoben. Ich wollte das TBG-Pack mit euch öffnen und hoffe, ihr pusht euch weiter bei eurer Team Road to Glory und schafft die Karte, die ihr euch holen möchtet. Und ja, würde dann einfach sagen, wir sehen uns dann Supercard-mäßig am Donnerstag wieder. Und für diejenigen unter euch, die natürlich auch Champions zocken, da wird heute auch noch ein Video kommen, könnt ihr euch drauf freuen. Da ist nämlich auch ein neues Event am Start, worüber wir ein bisschen reden müssen. Und ja, Leute, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.